Hallo und herzlich willkommen bei Dead Age. Tag 32. Heute wachst du mit einer Idee auf, es ist Tag 32 und ein Tag vor der Rettung. Nur heute bleibt noch ein wenig Zeit, mit den Überlebenden zu reden. Auch wenn du dir ständig über Untote und Punks Sorgen machen musst, bleibt vielleicht noch ein bisschen Zeit für persönliche Dinge. Oh, das hört sich gut an. Was geht ab? Als du darüber nachdenkst, mit wem du heute an diesem letzten Tag deine Zeit verbringen willst, fallen dir folgende Personen ein, die noch gut auf dich zu sprechen sind. Mit wem möchtest du eine Beziehung vertiefen? Ah, Junge, mir wird ganz heiß. Dead Age ist schön. Lydia oder Jennifer? Also dann kommt hier eigentlich nur die Jennifer in Frage. Ich mag dunkelhaarige Frauen mit Pferdeschwanz, die noch einen vollen Energielebensbalken haben. Du holst Jennifer, du holst Jennifer zu dir und machst ihr den Vorschlag zu einem letzten Date vor der Rettung. Das ist wirklich sehr lieb von dir, Helien. Wir hatten bislang noch keine Zeit, uns wirklich auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Als Seite an Seite zu kämpfen. Das ist wirklich wahr, egal was wir bislang zusammen machten. Neue Quest. Du bist irgendwie immer in Schwierigkeiten geraten, aber hey, dann lass uns heute mal was Entspannteres versuchen. Wir treffen uns außerhalb des Camps. Okay. Das heißt, ich gehe mit Jennifer los. Und die anderen Gefährten bekommen einen Job. Hank wird aus der Party geworfen. Du darfst nicht mit. So. Hank Level Up. Ja, ich habe doch Hank aus der Party geworfen. So. Jetzt ist er weg. Welch Jäger können wir nicht machen? Wir haben noch Nahrung 12. Das reicht für... Das reicht bis zum 33. Tag reicht das. Wir können nur Wächter. Wir können nur das Camp bewachen. Oh, was habe ich gemacht? Liz, Wächter, Jamal, Wächter, Hank, Wächter. So, Hank, Lydia, Jamal, alle gehen auf die Wache und beschützen das Camp. Hank hat noch 7 Punkte. Jobskills braucht er nicht. Eventuell könnte ich noch Wachsamkeit ausbauen. Aber Nahkampf. Ein Punkt dazu. Dann bist du auf Stufe 4 übernehmen. So, noch einer Level Up? Nein. Habe ich nichts vergessen? Ausrüstung. Schuss hast du noch für deine Uzi? 28. Und medizinische Hilfe haben wir Medikit und den Burger. Das ist gut. Ja, so kann es weitergehen. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Gehe ich noch mal in die Bar. Vergnüglicher Tag. Jennifer ist nicht hier. Ihr habt für heute einen Treffpunkt außerhalb des Camps ausgemacht. Oh, das ist der letzte Tag vor der Rettung. Da will ich keinen Mist verbocken.
Und ich sehe auch nichts, was wir noch weiter machen könnten, als loszuziehen. Camp, das Camp. Und wir haben drei Jobs. Der zweite, die Frau des Soldaten, Zeitlimit heute. Ja, damit ist der hinfällig. Da bin ich auch froh drüber, weil dieser Job ist bockschwer. Erreiche mit Jamal tagsüber in das Stadtgebiet 14. Da bin ich froh, dass ich den nicht machen kann. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen der haben wird. Das haben wird, wenn wir diesen Job nicht durchführen werden. Und der geheime Auftrag, da haben wir noch Zeit. So, das Camp. Außerhalb des Camp. Das ist doch ganz klar hier. Außengelände des Camps. Okay. Noch ohne Job? Wer ist denn noch ohne Job? Lydia. Wenn den Job nicht durchführen, dann macht Lydia was anderes. Die BD-Kit können wir nicht bauen. Dann kannst du die Sanitätermunition, die Spritze bauen. So, das Camp. Und jetzt können wir los. Auf geht's. Mein Gott. Okay. Dann lass uns direkt zum Highway gehen, Jennifer. Ein vergnüglicher Tag. Ja, ich bin mir nicht sicher, wenn ich die Zombies da sehe, ob der Tag so vergnüglich wird. Was willst du nun unternehmen? Heute im Angebot wenig Kampf, wenig Zombies, dafür mehr Zweisamkeit. Hört sich gut an, aber ich denke, es wird anders kommen. Hahaha, das klingt gut. Wir hatten wirklich wenig Zeit füreinander bislang. Ich bin nicht der Typ für Spielereien. Wichtig war mir immer Bodenständigkeit und mein Beruf. Okay. Dann liegt dir ja zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Das Café ist nicht weit weg. William, was ist das für ein doofer Vorschlag? Glaubet ja nicht. Ist nicht weit weg, aber etwas unbehaglich fühle ich mich ja schon mit dir alleine. Los geht's! Ja, was ist das denn für ein Date? Ich glaube es ja nicht. Highway tagsüber, da sind wir jetzt gelandet. Ich habe gedacht, ein lauschiges Plätzchen am Camp machen wir. Und jetzt Angriff? Okay. Wen haben wir da? Streuner, immun gegen Betäubungsangriffe. Ich mache aber trotzdem die Kampfbereitschaft. Jennifer. Molotow-Cocktail. Ich glaube, für den jungen Mann da reicht's. Ein Durchbrechen. 24. Alien. Empfindlicher Angriff. Zack, zack, 90 Schaden. Super. So, der ist hin. 51. Siegreich. Alte Waffenteile. Du hörst in der Ferne das Donnern eines Flugzeuges. Du schaust in den Himmel und siehst, wie die Militärmaschine Rettungskisten abwirft. Ich glaube, das Café hat Vorrang. Wir werden zügig durchgehen. So, die nächsten Gegner. Ach, hier steht es ja. Erreiche mit Jennifer Gebiet 7 des Highways. Also in Gebiet 7 ist das Café. Wir haben jetzt das Gebiet 2 erreicht. So, als erstes die Krankenschwester, damit die nicht ihren Kumpel heilen kann, wird angegriffen.
Alien Kampfbereitschaft, das ist eigentlich immer obligatorisch. Jennifer. Durchbrechen und tote Krankenschwester. Zack, 32 Schaden. Ekelhaft. So, die Krankenschwester. Verteidigung wurde gesenkt von der Jennifer. Da können wir schön einen Eliminator machen. So, gute Nacht. Sie träumt von Sternchen. Nahkampf. Angriff. 54. Zack. Alien Nahkampf. Was hat der? Boah, der Eliminator müsste eigentlich funktionieren. Sehr schön und kritisch. Was zappelst du denn da, Alien? Vergiftet für 4 Runden. Der steht aber nicht mehr auf, der Junge. Der bleibt für immer und ewig liegen. Macht noch vorher eine Pirouette. Gebiet 3. So, der Streuner ist immun. Er ist immer noch vergiftet. Durchbrechen. Auf Schlipsträger. Oder? Ja. Nahkampf. Eliminator auf Schlipsträger. 34 hat nicht funktioniert. Nahkampf. Molotow-Cocktail. Komm. Soll der Geiz. Der brennt aber noch nach. Die 51 Schaden waren nicht alles. Jetzt hat er noch 23 gekriegt. Das machen wir mit dem Sturmgewehr. Ne, zu schade. Reicht genommen. Ne, Eliminator machen wir. Ach ne, komm. Was weg ist, ist weg. Jennifer. Oh. 51 Schaden. Sehr schön. Nochmal 19 Schaden. Alien. Empfindlicher Angriff. Zack, 2x26 Schaden. So, Jennifer, du machst den Rest. Sehr schön. Die Gruppe erreicht einen Kampf zwischen zwei Überlebenden und einer Horde Zombies. Noch hat die Gruppe eine Wahl zur Flucht. Ansonsten muss sie sich einer Horde stellen. Nein, weitergehen. Tut mir leid. Gebiet 4. Krankenschwester und Cheerleader. Sanitäter. Kampfbereitschaft. Obligatorisch. Jennifer. Molotow-Cocktail auf Krankenschwester. Ineffektiv. Ach, Afterburner nennt man das. Empfindlicher Angriff, dann ist sie tot. Jennifer, die hat 200? Komm. Schaden. Nahkampf.
Eliminator. Cheerleader. Gute Nacht. Die wird wohl nicht mehr aufwachen. Dann machen wir noch ein schönes Durchbrechen. Damit der Henk noch mal einen Afterburner. So, das war's. Spritzen. Nehmen. Noch sieht unsere Gesundheit sehr gut aus. Nächster Angriff in Gebiet 5. Wieder eine Krankenschwester dabei. Alien, Sanitäter, Kampfbereitschaft. Jennifer. Schlag. Nein, was machen wir? Was wäre die Molotow-Cocktails? Die müssen wir mal verwahren. Durchbrechen auf Krankenschwester. Die musst du erst weg, damit die ihren Kumpel nicht heilen kann. So, Helien. Nahkampf. Das reicht schon. Der empfindliche Angriff reicht schon. Sehr schön, Helien. Durchbrechen auf Schutzträger. Betäubt. Jennifer ist betäubt. Oder benommen. Und hat eine schwere Blutung. Dann mache ich hier Eliminator. Geblockt, das ist schlecht. Geblockt. Gut, Jennifer. Haben wir schon durchbrochen hier, oder? Doch, haben wir schon. 67 Schaden. Oh, geblockt. Ja, dann jetzt. Sehr schön. Die Gruppe findet ein leerstehendes Auto. Der Kofferraum scheint geeignet für einen Plünderungsversuch zu sein. Hier lassen sich oft Nahrungsrationen, Snacks oder Verbände finden. Allerdings ist der Kofferraum verschlossen. Sehr verführerisch. Aber der Kofferraum ist verschlossen. Das heißt, wir müssen den Kofferraum aufbrechen und dann geht die Alarmanlage an. Und dann kommen Zombies. Nee, nee. Weitergehen. Gebiet 6. Immer der gleiche Duo. Jennifer, hau zu. Alien. Eliminator. Auf Krankenschwester. Ah, nee. Reicht schon der empfindliche Angriff. Eben. Jetzt 40 Schaden, jetzt kotzt die uns an. So, die träumt von Sternchen, wie man sieht. Haben wir schon durchbrochen? Ja, haben wir schon. 57 Schaden. 73. Boah, Helie, du übertriffst dich. Siegreich. Jetzt kommen wir zum Café. Das Café ist erreicht. Yippie! Und er erkundet die Gegend nach Untoten. Unromantisch. Inzwischen ist es Routine für euch geworden. Bei Jennifer hast du gemerkt, dass du dich gut aufgehoben fühlst. So, wie heißt das Café? Keine Ahnung, 24-7. Nimm Platz, Jennifer. Fühl dich wie zu Hause. Die lächelt. Für einen Moment könnt ihr den Schrecken um euch herum vergessen. Ihr plaudert über alles Mögliche, was euch in den Sinn kommt. Nur nicht über die aktuellen Geschehnisse. Was interessiert dich noch, Alien?
Was war mit diesem Dexter? Waren da Gefühle im Spiel? Es war eine Fassade, um mehr über die Punks zu erfahren. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, da es mir zu intim ist. Mädchen, Mädchen. Eltern? Wo befinden sich jetzt deine Eltern? Meine Eltern sind schon vor diesem Chaos vor längerer Zeit gestorben. Mein Bruder James und ich waren deshalb früh selbstständig und sehr fixiert auf unsere berufliche Karriere. Mein Gott, die Jennifer, die spricht wie so eine alte Oma. Inzwischen schaust du aus dem Fenster heraus und wunderst dich darüber, dass noch keine Horden an Untoten zu sehen sind. Sieht so aus, als hätten wir unsere Ruhe und das immer noch. Selbst das macht mich schon unruhig. Wohl wahr, wohl wahr. Oh, Helien, mach dir keine Sorgen, wir halten zusammen. Jennifer rutscht zu mir rüber und ihr umarmt euch. Für ein paar Minuten huschelt ihr zusammen und starrt dabei ruhig in den Himmel. Ich bin jetzt ein bisschen erfolgt die Rettung. Vielleicht können wir danach etwas zusammen unternehmen. Gerne, Alien. Ich hoffe, wir werden in eine ruhige Gegend geflogen und dann mal sehen, was wir alles in dem Flüchtlingslager anstellen können. Flüchtlingslager? Ja. Okay. Lachend verlasst ihr das Café. Du kannst entscheiden, ob du noch weiterlaufen willst oder ihr ins Camp zurückgeht. Ein vergnüglicher Tag. Da werde ich mit Sicherheit nicht mehr gegen Zombies kämpfen. Also Rückkehr. Tag 33. Herausforderung erfüllt. Könnte noch ein Camp-Angriff erfolgen? Ja, genau. Eine Gruppe Punks hat das Camp angegriffen. Ja, jetzt müssen wir noch, da müssen wir durch, aber ich habe ein gutes Wachteam aufgestellt, da kann uns nichts mehr passieren. Hank? Techniker? Durchbrechen auf den Schäferhund gehen wir erstmal. Jamal? Komm! So Feuer des Tages, alle Feinde, ein Streuschuss mit der Schrottflinte. Sehr schön, insgesamt fast 100 Schaden, so wie ich das auf die Schnelle gesehen habe. Sanitäter, erste Pistole, Nahkampf, Angriff auf, komm. Hier vor uns, 69 Schaden, das ist eine Menge. Was ist denn jetzt mit Jama los? Na Junge, der Kampf geht weiter und du legst dich dahin? Eine Runde bewusstlos. So, der Schäferhund ist tot. Liz? 49 Schaden. Der liegt. Auf Schlafende soll man nicht schlagen, Mädchen. War die schon durchbrochen? Nee, aber jetzt. Jetzt ist sie durchbrochen. Für drei Runden. 38 Schaden. Kritisch, sehr schön. Der Mal hat nur noch 73 Lebenspunkte. Oh,
Och, da habe ich aber Glück gehabt. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Schrottpatronenfeuer, klasse. Habe ich noch nie gehabt. Der Kampf gegen die Punks war ein voller Erfolg. Die Überlebenden konnten sie ohne Verluste zurückschlagen. Eine Frau besucht das Camp, sie sieht mitgenommen aus, aber nicht daran interessiert, ein Teil der Gemeinschaft zu werden. Sie bietet dem Camp einen Tauschhandel an. Für 12 Materialien bietet sie euch im Gegenzug diese Kleidung zum Sonderpreis. Flipflops, Level 6 verfügbare Materialien. 57, ja, kann ich machen. Ihr nehmt die Kleidung an euch und vollzieht den Tausch. Der Tag bricht an. Die Überlebenden regenerierten 20% ihrer Lebenspunkte. Es wird wohl gleich losgehen und wir können von hier weg. Wollte dir nochmal sagen, dass es schön mit dir war. Mal sehen, vielleicht ist unsere Zukunft ja gar nicht so negativ. Ja, meine Liebe. Ich denke, so ist es. Alien, unser Camp hat nicht mehr genug Nahrung. Jeder Überlebende des Camps verbraucht eine Nahrung. Ja, ich weiß, alles klar. Hey Alien, heute ist es soweit. Tag 33 ist angebrochen. Und unsere Rettung naht. Mach dich bereit, alles mitzunehmen, was du noch gebrauchen kannst. Wird doch endlich Zeit, dass wir das überstanden haben. War der reinste Wahnsinn. Klasse. Angekommen bei der International Bank, trefft ihr auf einige weitere Überlebende. Teils sind sie verängstigt, teils voller Hoffnung. Punks lassen sich zum Glück nicht blicken. Hauptsache, wir schrecken die Zombie-Horden nicht auf. Alien, ich bin stolz auf dich. Wir haben es wirklich geschafft. Die lange Zeit durchstanden, ständig die Angst vor dem Tod im Nacken. Aber wir haben überlebt. Die Überlebenden umarmen sich, während ihr darauf wartet, dass die Maschine an einem Flughafen landet, der nicht weit von diesem Gebäude entfernt ist. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Als die Motoren des Flugzeugs zu hören sind, erfolgt zuerst ein Jubel und unter den Überlebenden, der aber schnell überschwingt in schockiertes Geschrei. Scheinbar wurde das Flugzeug abgeschossen. Ihr seht nur noch, wie ein Feuerball die Maschine umgibt und dann abstürzt. Ich glaube es ja nicht. Was ist denn jetzt los? Wer schießt denn die Maschine ab? Das! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! So. An dieser Stelle mache ich einen Cut. Ich bin froh, dass wir Tag 33 erreicht haben. Aber das Ende ist nicht erreicht. Der Kampf geht weiter. Oh Gott. Tragisch. Bis denne. Tschüssi.